Vor mir seht ihr den Food-Prozessor von KitchenAid. Der wird auch Mini-Hacker oder Zerkleinerer oder Zerhacker genannt. Und das Optimale daran ist, wie der Name schon sagt, zerhacken. Das ist toll. Ihr könnt also immer alles, was hart ist, super schön, ganz schnell hier drin zerkleinern. Also von Karotten über Kartoffeln, über Zwiebeln, über eben auch einen Apfel, wenn ihr so ein Birchermüsli machen wollt. Natürlich optimal für Kräuter. Aber was die meisten nicht wissen, ist, dass der auch super optimal eine Mayonnaise oder eine Aioli machen kann. Und wenn man die selber macht, dann sind da eben keine Geschmacksverstärker und nichts Chemisches drin. Ihr wisst, was ihr reingetan habt. Es geht super schnell, es spritzt hier drin nicht. Ihr müsst nicht dastehen und es festhalten. Also sehr optimal und ein tolles Ergebnis. Und das zeige ich euch jetzt. Für eine Mayonnaise braucht ihr Eigelb. Also ihr trennt die Eier. Nur das Eigelb braucht man für die Mayonnaise. Dann braucht man einen Schuss Zitronensaft, ein bisschen Senf und das. Normalerweise muss man dann eben das Öl ganz langsam da reingießen. Ich hatte hier einen Löffel. Und dafür ist das Loch im Deckel da, das ist halt das Optimale, dass ihr sagen könnt, okay, jetzt geht's los. Und dann kann der über das Loch hier oben im Deckel selber portionieren. Wenn ihr da, wenn Mert mal mit der Kamera ganz nah rangeht, sieht man nämlich, dass das Öl langsam reinläuft. Et voilà, eure Mayonnaise ist fertig. Messer rausnehmen, riecht ganz lecker. Vielleicht willst du hier mal reinfilmen, dass man das sehen kann, ist richtig fest. Mayonnaise fertig. Und dann einfach mit dem Löffel oder mit dem Gummispatel rausnehmen. Dann könnt ihr das sofort wieder einsetzen, einmal durchspülen. Fertig. Tolle Sache, also der ist eben wirklich nicht nur für Kräuter und sowas, sondern auch für flüssige Sachen optimal. Wenn ihr den Deckel richtig drauf drückt, könnt ihr auch eben einfach mal eine kleine Menge sowas wie ein Smoothie machen. Aber natürlich bei 2000 Umdrehungen, wie dieses Gerät hat, ist das dann nicht so fein, wie wenn ihr einen Hochleistungsmixer nehmt. Der kann es natürlich feiner. Aber eine kleine Menge, schnell mal eben, so für zwischendurch geht das auch. Oder wenn ihr einen Ingwertee oder so machen wollt, könnt ihr einfach eure Limette, Ingwer, Kurkuma und sowas hier drin zerkleinern und dann heiß Wasser drauf für einen Tee, auch eine tolle Sache. Okay, das war's mit dem Mini-Food-Prozessor und es gibt ihn natürlich auch in vielen schönen Farben. Schaut auf der Webseite, dann seht ihr, was es noch für Möglichkeiten und Farben gibt.